haben wir kurz vor der Hauptprobe Hochspannung. Heute geht es ums Träumen und es geht um eine Riesenwelt, die wir aufmachen, in die alle hineindenken können. Es geht um die Bahnhofsreisenden, die schon zum 100. Mal ihren letzten Zug verpasst haben und sich in den Ecken und Nischen vom Gare du Nord frisch machen und hier quasi hängen geblieben sind, aber auch gerne hier bleiben. Die wollten eigentlich gar nicht weiter und die wollten gar nicht mehr wirklich zurück in den Kreislauf der Realität. Und die wohnen jetzt im Bahnhof und leisten ihnen Gesellschaft, damit er nicht so alleine ist. Und der Bahnhof träumt sich diese Reisenden. Wisch. Das ist jetzt natürlich alles im hellen Zustand. Das wird später noch schön ausgeläuft. Es gibt eine Wiederinstallation hier im Eck. Das ist quasi, wo die Hirnknoten zusammenführen und die Synapsen verschaltet werden vom Gehirn des Badischen Bahnhofs. Sie bemühen sich zu verstehen, was vor sich geht. Es ist ein schwerer Fehler. Hier, 230 Meter Länge, komplett unterkellert. Unterirdische Stollen, Schwarz, Gewölbe, Hallen. Ich habe gerade etwas geträumt und da war ein Traum bei mir drin. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, okay. So with the light, and you see this light? Yes, I see it. Okay, so recognize the bird. In that position. Yeah, so that means Raphael, you get the ledger, you pull it a little further. Sus y tranquilos ombrages, ligles y joyeux. Chante avec les oiseaux. Wir stellen uns quasi vor, dass der ganze Badische Bahnhof oder der ganze Gare du Nord ein utopischer Körper ist, durch den wir hindurch wandern. Und wir fangen quasi in der Bar an. Es ist wie so der Mund und der Schlund. Und dann gehen wir durch das Gehirn, quasi durch die Büroräume. Und eine andere Gruppe geht durch die Kellerräume, durch die Gedärme des Gare du Nord, aus denen wir auch wirklich Requisiten gefunden haben und Bühnenbildelemente auch von alten Produktionen noch gefunden haben, die dann quasi neu verwertet wurden. Und dann treffen wir uns im Herz vom Gare du Nord im Konzertsaal. Das ist der Saal ohne Tribüne. Ich dachte, wir im Saal im Originalzustand an und zwar ebenerdig. Es war mal das erste Klassenbuffet vor 100 Jahren. Stimmt. Und jetzt für die Produktion und für den Saisonstart haben wir die Tribüne rausgeräumt, damit wir mal auf Augenhöhe starten. Aha. Zwischen Künstler und Publikum und einen Neuanfang wagen. Mhm. Das ist unser Produktionsbaum, die schöne Mistel. Was ist das für ein Baum? Die Mistel ist tatsächlich im Keller gewachsen. Das muss man sich mal vorstellen, im Keller von den Legasons, von dem Restaurant. Und da steht jetzt eben ein Gerüst von der Baustelle drüber. Ah. Und der Baum musste weg, weil er wirklich aus dem Kellergestein herausgewachsen ist. Sowieso abgesägt werden musste. Und jetzt hat er auch kein Licht mehr bekommen mit der Baustelle, die über ihn einfach draufgesetzt wurde. Musik spielt eine zentrale Rolle. Denken über Musik, Konzept über Musik. Aber es gibt auch Text. Es gibt eine Regie, es gibt ein Bühnenbild. Es ist wirklich eine Mischform. Ja.
Das Kinder- und Jugendensemble von Schildner-Schipinska in Konext. Und die spielen unsere Lagerräume. Also hier drüben. Nächstes geht es in die Büroräume des Ballinghaus. Ja, spielen. Hallo. Auch interessant, wir sind ja im Badischen Wagen und unsere Nachbarn sind natürlich von der Deutschen Wagen. Ja. Und jetzt geht unsere Büroräume. Mein täglicher Arbeitsweg. Auch die Toiletten werden gespielt. Und die Abstellkammer. Hier sind wir beim En Martinon. Wie heißt das? Das ist ein En Martinon. Das spielt man an diesem Saal. Fingerchen. Oh, ich habe noch nie gesehen. Das finde ich fantastisch. Genau, das ist unser Salon, eigentlich der Backstage-Raum für unsere MusikerInnen oder unser Sitzungszimmer. Und auch der Salon wird gespielt. Daher der Vorhang jetzt, nehme ich an. Daher der Vorhang und das Gerüst, genau. Und das ist David. Und hallo David. Einer unserer Techniker, verantwortlich für das Licht. Die waren, also sind sonst auch nicht blau, ne? Die sind sonst nicht blau. Nee, das ist schon verrot. Spoiler. Spoiler alert. Und dann geht es andersrum wieder zurück. Das ist der Weg, den Künstlerin auch gehen, bevor sie auf die Bühne gehen.
Und ist natürlich ein großes Kollektivprojekt und da sind wir auch auf den Kollektivkörper gekommen. Und zwar ist es Franziska Kronfroth, sie macht Regie. Andrea Neumann hat ein Lied in der Komposition. Xuan Wang macht Bühnenbild und noch viele. Also wir haben neben vielen alten Bekannten vom Gardinois auch einige junge Rising Stars, Leute eher aus meiner Generation, die jetzt ihre Debüts haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, 4 Gardinois-Debüts bis Dezember. Wir haben Ensemble Kugelförmigkeit, die mit einem Fuß im Jazz stehen und einem vielleicht in der Popularmusik, mit einem anderen in der alten Musik, mit einem in der neuen Musik, so eine große, junge, wilde Truppe. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben das 2PM Project. Es ist ein Schlagzeug-Flöten-Duo mit Miko Ritowski, der heute auch bei Träumen mitspielt. Ein toller, junger Schlagzeuger, ein Abkömmling von der Musikakademie. Und Phoebe Bogner, Flötistin, ein Projekt mit Yannick Soland, Anna Sova und anderen Kompositionen. Dann haben wir noch Klanglab, Ensemble Klanglab. Das ist auch ein Ensemble aus meiner Generation. Ich habe tatsächlich noch mit einigen von ihnen studiert und die sind jetzt in die Orchesterförderung reingekommen und haben das Privileg, über mehrere Jahre tolle Projekte realisieren zu dürfen. Und sie haben auch ihr Gardinois-Debüt im Dezember. Und in die Richtung geht es natürlich weiter. Also viele Leute aus meiner Generation oder noch jünger, denen ich die Chance geben möchte, die zeitgenössische Musik, die neue Musik, die experimentelle Musik, Musiktheater und Performance mitzugestalten. Vielen Dank. Seit meiner Ankunft, Herr Madame, wohne ich in Basel an der Eulerstraße. Wie seltsam, wie unbegreiflich, seit meiner Ankunft in Basel wohne ich auch an der Eulerstraße. Mein Gott, wie seltsam. Dann sind wir einander.